Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und es ist heute eine Mod rausgekommen, die ich sehr interessant finde und wo ich nicht warten wollte, mir diese anzuschauen. Und das wollte ich mit euch gemeinsam machen, denn es ist der Dodo ins Spiel gekommen durch eine Mod. Dieser wird für den Archaeornithimimus in das Spiel eingebracht. Ich bin sehr gespannt, weil ich stelle mir den Dodo eigentlich viel kleiner vor als den Archaeornithimimus und auch langsamer. Ich bin gleich echt gespannt, wie das Ganze aussieht. Ich würde auch sagen, wir schnacken gar nicht lange. Wir lassen jetzt mal als erstes direkt einen mit dem Standardmuster frei. Das ist ja auch so ein richtig bekannter Urzeitvogel, der flugunfähig war. Den kennen wir alle sehr gut von Ark. Ist ja immer so das erste Ding, was man so zähmt in Ark. Sieht ja schon mal sehr interessant aus. Auch ein schöner blauer Skin hier. Ich habe übrigens auch schon weitere hier freigelassen, weil ich wollte euch gleich alle Skins zeigen, damit das Ganze nicht so lange dauert. Habe ich die schon mal freigelassen. Habe sie aber noch nicht wirklich angeguckt. Schauen wir mal hier ein bisschen näher. Aber man sieht auf jeden Fall, die Qualität ist nicht die allerbeste. Aber sie ist jetzt auch nicht schlecht. Also wenn man so vom Weiten das sieht, wenn man vielleicht so ein Streichelzoo oder sowas plant, ist der Dodo, glaube ich, schon ziemlich cool. Wenn man jetzt so von hier guckt, geht es eigentlich voll klar. Natürlich hat er leider auch nicht so ein mega schönes Gefieder. Das muss man einfach sagen. Ist halt einfach nur so eine Textur und ja, leider nichts, was so wirklich vom Model her angepasst wurde. Aber das haben wir ja sowieso noch nicht sehr gut gesehen, gefiederte Dinos. Sah ja bis jetzt immer nur so mega prototypmäßig aus, leider. Sieht aber echt cool aus. Ich finde die Idee nice. Ich finde auch hier diese Entenfüßlein sehr cool. Die sehen auch echt gut aus. Nicht schlecht. Der ist halt auch nicht zu schnell unterwegs, obwohl für ein Dodo wahrscheinlich schon. Aber es sieht jetzt nicht kacke aus. Obwohl er jetzt deutlich kleiner ist als der Archaeornithimimus. Aber ich feiere den. Der sieht schon nice aus. Das ist der Standard-Skin. Hier sind auch noch weitere Skins. Ich kann euch die gleich mal alle mal zeigen. Ich weiß gar nicht, wie sehr die sich unterscheiden oder ob die alle gleich sind. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir lassen erstmal die anderen frei und dann gucken wir uns die mal alle gemeinsam an. Hier haben wir nämlich noch das Regenwaldmuster. Das sieht ja auch meistens sehr interessant aus. Und ist auf jeden Fall nicht so spannend wie der Standard-Skin. Aber die Animationen und so sehen auch alle echt gut aus, ne? Oh, wo ist denn jetzt die Kamera? Ego-Perspektive. Oh Gott. Ich glaube, die sehen alle gleich aus, die anderen Skins. Oder ziemlich gleich aus. Können wir eben einmal... So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also sehr gräulich so, aber auch nicht schlecht, ne? Auch das Trinken sieht jetzt nicht doof aus. Ich glaube, die anderen Skins sind alle gleich. Weil das sind jetzt alles unterschiedliche. Steppe, Wüste und so weiter und so fort. Nur der Standard-Skin hebt sich bis jetzt ab. Der sieht auch mit Abstand am coolsten aus, dieser blaue Skin. Wobei der andere halt viel natürlicher aussieht. Lass mal nochmal die Fressensanimation angucken. Die sieht auch echt gut aus. Also ich bin wirklich begeistert dafür, dass der so viel kleiner ist als der Ornithimimus und eine komplett andere... Archaeornithimimus meine ich natürlich. Und eine komplett andere Körperform hat. Dafür sehen die Animationen echt gut aus. Ja, an den Gelenken sieht es nicht ganz so schön aus, muss man sagen. Hier so an den Schenkeln und an den Flügeln. Da sieht das nicht ganz so schön aus, aber ich finde den cool. Ist definitiv eine coole Mod. Schaut euch das mal an. Es ist so witzig. Wir lassen nochmal den letzten frei. Und dann lassen wir auch gleich nochmal einen Jäger frei. Ich habe schon einen vorbereitet, nämlich einen Baryonyx. Oder gerade fertig. Lebhaft ist das jetzt. Es sieht auch nicht anders aus. Ist auch dieser graue Skin leider. Wenn man so ein Streich jetzt oder sowas vorhat zu bauen, dann ist das wirklich eine Must-Have-Mod. Weil das ist ja so echt der perfekte Dinosaurier, kann man das ja nicht nennen, ne? Eher Urzeitvogel, den man so gebrauchen kann für so ein Streich jetzt. Das sieht schon cool aus. Alles so diese grauen und dann das eine blaue Männchen wäre es dann. Was sich um die ganzen Weibchen kümmert oder so. So stelle ich mir das gerade vor. Ich feiere das mega. Das ist richtig cool. Tolle Mod. Also kann gerne weiterentwickelt werden. Gerne noch mit ein bisschen schärferen Texturen. Vielleicht kann ja auch mal so ein bisschen an dem Fiederkleid so ein bisschen gearbeitet werden. Das wäre cool. Wenn dann die auch mal richtige Federn und sowas haben würden. Das würde ich richtig feiern. Ich finde übrigens auch den Kopf und den Schnabel und das Auge sehr cool. Oh, ich glaube, jetzt geht das schon hier auf den ersten los, oder? Ja. Das sieht gut aus, oder?
Ja, jetzt geht's los. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, wow. Ich meine, man hat das jetzt durch das Wasser nicht ganz so krass gesehen. Aber die Animation sah, glaube ich, ganz gut aus. Nicht schlecht. Und auch das Blut auf dem Körper sieht jetzt nicht schlecht aus. Ist halt ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt im Wasser war. Aber ich würde sagen, wir warten nochmal eben einmal ab. So, jetzt sehen wir das Ganze nochmal hier in Zeitlupe bei dem blauen Dodo. Baryonyx schleicht sich an. Er versucht zu fliehen. Wird am Körper gepackt. Na gut, so ein bisschen beißt er durch ihn durch und trifft ihn nicht ganz richtig. Aber die Animationen sehen wirklich noch sehr gut aus. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also dafür, dass das Archeornotimimus-Model ist, was verändert wurde, dafür sehen die Animationen wirklich noch sehr gut aus. Und auch das Blut auf dem Körper. Oh, wie traurig er hier guckt nach oben. Oh. Das war der letzte Atemzug. Aber sieht schon cool aus. Auch das türkise Auge, der blaue Körper. Das ist schon echt nice. Also ich finde diese Mod wirklich richtig gut und gelungen, muss ich sagen. Wenn man wirklich so vorhat, einen Streichel zuzubauen, man kann ja mittlerweile mit diesen Lampen ein Gehege bauen oder so eine Gehegeabgrenzung bauen, die ja, relativ niedrig ist und wofür man keine Zäune braucht. Und damit könnte man echt so einen Streichel zubauen. Und ich glaube, dafür ist diese Mod wirklich genial. Wäre natürlich schön, wenn sie noch ein bisschen weiterentwickelt wird und so das Gefieder und so noch besser wird. Aber das wird ja vielleicht in Zukunft noch kommen. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Mod in der Videobeschreibung, falls ihr das Ganze auch nochmal ausprobieren wollt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.